Konnichiwa, hier ist wieder der Dr. Peng Shui. Zurück mit einer neuen Folge Transport Fever. Jetzt habe ich das mal wieder richtig gesagt. Ja, was werden wir diese Folge machen? Ich kann es ehrlich gesagt noch nicht genau sagen, da ich gerne eigentlich noch ein bisschen auf das Geld warte, was ich benötige, um neue Projekte in dem Spiel starten zu können. Aber unser Postkutschler, nennt man das so Postkutschler? Unser Fahrer, sagt man nur so, der scheint es sich natürlich sehr bequem da oben zu machen. Aber man sieht, dieser kleine Zopf, so nenne ich das jetzt einfach mal, ist gut besucht. Hier stehen auch einige Leute, so wie auf unserer Leise nach Merseburg. Es wird gut besucht und es wird auch sehr gut genutzt soweit. Schauen wir doch mal, was die finanziellen Sachen sagen, die Übersichten. Ja, könnte besser sein, ne? Aber es erholt sich, das war auch schon mal schlimmer, das bin ich der Meinung. Ludwigslust. Weiß ich gar nicht, habe ich gar nicht drauf geachtet. Scheint jetzt trotzdem geringer zu sein. Macht aber auch auf jeden Fall einen Plus. Und unsere Busspur, sage ich schon, nach Tornisch steigert seine Einnahmen auch langsam. Ja, genau. Dann setzen wir die Zeit wieder ein bisschen weiter nach vorne. Ja, ich hätte immer noch gerne die kleine Geschichte mit der, wie nennt man das, mit der Schifffahrt. Das ist so hübsch. Ich investiere mal Geld, ob das jetzt so besser wird. Hey, ich hab's geschafft. Es wird nicht mehr gemeckert. Es hat genau an der Straße gelegen. So, was haben wir hier oben? Meine Errungenschaften. Das erste Schiff ist angekommen. Das fehlt mir noch. Flugzeuge. Ich denke mal, das dauert noch ein bisschen. Jetzt sind wir ja auch noch 1857. Da gab es mit Sicherheit noch keine Flugzeuge in der Form, dass man irgendwas transportieren konnte. Zugesehen ist ja auch der Erste Weltkrieg noch nicht mal angebrochen, von daher nein. Ja, dennoch habe ich Lust auf irgendwie mehr, ein bisschen mehr Geld. Natürlich habe ich einen Schwierigkeitsgrad auf Mittel gesetzt, damit man halt nicht so schnell Geld verdient. Hätte ich vielleicht anders machen können. Aber es ist so geschehen und es wird auch so weitergezockt. Solange ich nicht bankrott gehe. Ich hoffe, es gefällt euch soweit, mir wieder zuzusehen und auch Transport Fever zu sehen. Wenn ihr es wirklich mögt und noch mehr sehen wollt, dann lasst ein Like dahinter oder kommentiert. Gebt mir Tipps, sagt, was ich verbessern kann. Und ich werde ein Menschenmögliches geben, um das auch dementsprechend mit anzuwenden.
Jetzt muss ich leider immer irgendwie noch ein bisschen auf das Geld warten. Obwohl, wenn man jetzt schon mal ein bisschen am Anfang das Geld investiert hat, um eine Brücke zu verändern, dann kann man auch ein bisschen Geld dafür nutzen, um die andere Brücke zu verändern. Dann haben wir das Problem später nicht mehr. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Und mit der Straße sagen wir her mit dir. Nehmen eine Steinbrücke, sieht schöner aus. Kostet genauso viel vorher. Sieht aber auch echt ein bisschen unschön aus, wenn das jetzt. Autosave. Wenn das jetzt hier extrem bucklig wird, aber ich möchte gerne Platz haben. Warte ich kurz, weil ich kein Geld. Haben wir es wieder. Und so hätten wir doch eigentlich den Weg für eine Schifffahrt freigeräumt. Nach Varel oder Farel, wie auch man das auch aussprechen sollte. Dann wäre der Plan natürlich, dass wir diese Bushaltestelle später hier runter verlegen. Ich denke mal, da werden wir hier einen Hafen hinsetzen. Das ist kein Hafen, das ist ein Hafen. So. Jetzt wird das halbwegs. Außerhalb der Gewässer. Stimmt nicht, stimmt nicht, stimmt nicht. Dann müsste ich hier hinkommen. 200.000. Lass mal zwei, da bin ich schon bei 400.000 roundabout. Kann ich mir noch nicht so ganz leisten. Aber man kann ja schon vorsorgen und eine Straße dahinsetzen. Ich denke mal, das sollte reichen. Ah, ich muss noch einen Überblick haben. Ja, meine Züge machen schon ein wenig Geld. Das ist sehr erfreulich. Ich denke mal, auf kurz oder lang wird es so sein, dass ich diese Buslinie aufheben werde und dann mit einer Bahn eine neue Strecke mache, so à la Ludwigslust, Tornisch und Bad Schwartau und dann Richtung Kronberg im Taunus weiterfahren werde im späteren Verlauf. Und Geisa dementsprechend von hier aus, von Kronberg, mit einer Art Buslinie versehen. Aber das kommt später. Jetzt habe ich mir aber schon mal einen kleinen Überblick geschafft von etwas größeren Städten. So, Leute, bringt das Geld ran. Hopp, hopp, hopp. Man denn hier auch was hinsehen? Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Kriegt das dumpfe Gefühl nicht weg von meiner Sicht her, dass ich was soll ich denn sagen? Ich kriege das dumpfe Gefühl, dass ich nicht aus dem Kopf, dass ich eventuell
auch die Stadt mal mit Güter versorgen sollte. Geschäftsgebäude und Industrie. Mal gucken. Baumaterial, Maschinen und Treibstoff. Das ist das, was sie anscheinend hier gerne haben wollen. Was sagt natürlich die Industrie? Was sagt die, was sagen die Geschäftsgebäude, Werkzeuge, Konsumgüter und Waren? Ja, ich denke mal, wenn wir das in der Nähe irgendwie haben, dann wird man. So, die brauchen Holzbretter und Stahl. Na? Also es wird auf jeden Fall so sein, oder es ist so, wird nicht so, es ist so, dass diese Industriegeschichte viel verzweigter wird, also viel mehrschichtiger ist als in Train Fever. Also man hat auf jeden Fall eine größere Herausforderung, um hier auch voranzukommen, was die Industrie angeht. Was haben wir hier? Er produziert Rohöl. Wer macht hier Getreide, bitteschön? Was macht ihr? Ach, ihr macht Getreide. Bitte. Die und Getreide. Alles klar. Da, da, da. Da, da, da. So, ihr produziert und ihr macht das Zeug da. Ich glaube, da lohnt sich eine Straße dahin. Oder auch nicht. So. Oh Gott, was macht der denn hier? Gucken wir mal von der flachen Ansicht hier rüber. Also das ist so, wenn wir das natürlich nicht annehmen. Macht er das von der anderen Seite besser? Ja. Da kann ich auch nur einen Tipp geben, immer ein paar kleine Schritte machen. Spart Unmengen an Geld. Was mir natürlich trotzdem fehlt. Dann könnte ich auf jeden Fall diesen Bauernhof, sage ich jetzt mal, mit der Industrie, Nahrungsindustrie, Lebensmittelindustrie verbinden und dann direkt nach Ludwigslust weiterleiten. Huhu. Die ersten neuen Fahrzeuge. Zoroaster, genau, und ein Kesselwagen. Aber für die Fischschifffahrt fehlt mir trotzdem noch das Geld. Ja, ich merke, Ludwigslust hat immer noch ein bisschen Probleme mit seiner eigenen Buslinie. Wie hieß das denn eigentlich früher? Also hieß das wirklich früher Buslinie oder Postkutschenlinie? Wenn das jemand weiß, könnt ihr das ja in den Kommentaren mal hinterlassen. Das würde ich gerne mal wissen.
So, komm schon, die Straße möchte ich auch noch fertig kriegen in der Folge. Kann ja nicht so schwer sein, ein bisschen Geld dazulassen. Weil sobald auch Ludwigslust mit Gütern versorgt wird, ja in dem Fall natürlich mit Lebensmitteln, ist es so, dass natürlich hier die Popularität wächst. Mehr Menschen ziehen dorthin eventuell, mehr Leute wollen dort auch zu Besuch sein. Und ja, ich hätte mir auch eine größere Stadt aussuchen können für den Anfang, zum Beispiel wie Varel, nur als Beispiel. Aber ich finde es immer schöner, eine kleinere Stadt aufwachsen zu sehen. So. Das Geld haben wir immer noch nicht. Dann lass uns noch mal etwas Geld in die Hand nehmen. Das kann ich ja eigentlich nicht ab, aber was muss, das muss. Und es soll ja auch vorangehen. Dann werde ich gleich die Straße auch verbessern. Ein Luxus, ne? Das muss man echt sagen. Als wäre ich die Stadtverwaltung persönlich. So. Ich denke mal, ich habe wieder zu viel Geld in die Hand genommen. Und die Straßen haben natürlich wieder viel, viel Geld gekostet. Der Ausbau. Nichtsdestotrotz. Ich bedanke mich erstmal für diese Folge für euch, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Da soll es auf jeden Fall weitergehen, dass wir zumindest die ersten Güter nach Ludwigslust reinkriegen. Also würde ich jetzt sagen, dumm eure Gatto und Sayonara, euer Dr. Mitsui. Und bis zum nächsten Mal.